Ja, es waren dann tatsächlich doch fast etwas mehr als 10%, die wir jetzt im letzten Teil da gespielt haben. Von 52 auf 63, ist nicht schlecht, ist aber ausbesserungsbedürftig und deswegen machen wir weiter jetzt hier und unterhalten uns mit Harvey Kinderman. Geiler Name. Hey Harvey. Wen haben wir denn da? Unsere Ausreißerin. Wo warst du gestern Abend? Hatte dein Hexenbesen eine Panne? Ich musste etwas erledigen. Styles war begeistert, das kannst du glauben. Was machst du da? Ach, ich wünsch mir nur, ich wäre tot. Ich muss diese 20-seitige Hausarbeit bis morgen fertig haben. Lieber würde ich mir die Augen an Madonnas Stahl-BH ausstechen. Aber zum Glück bin ich fast fertig. Ich hab gerade noch genug Lebenskraft, um den Text abzuschließen. Ah ja. Erstens hat er in der Luft geschrieben, das war auch wieder total gut animiert. Ach, ich muss einen Zaubertrick. Und was muss ich jetzt mit ihm machen? Ich glaube, der Trick bringt in die... Ich gehe jetzt einfach mal durch, ich habe hier absolut jetzt keine Ahnung. Der Trick bringt... Hallo, hier! Dafür brauche ich etwas. Ah, okay. Moment, was war das? Wieso nimmt sie ihn denn jetzt weg? Dafür braucht sie etwas. Verstecke eine Kopie in deinem Ärmel. Dieser Trick benötigt etwas Vorarbeit. Aber sorgt sicher für große Panik. Zuerst brauchst du ein Opfer mit einem Gegenstand aus Papier. Zum Beispiel eine Zeitung, eine Hausarbeit oder ein wertvoller Liebesbrief. Zuvor musst du eine Kopie des Gegenstands anfertigen, selbst wenn es nur ein leeres Stück Papier ist, das du gekonnt zusammenfaltest, damit es wie das Original aussieht. Okay, ich muss das Blatt Papier hier vorne haben. Tatsächlich. Das haben wir ja Gott sei Dank im letzten Teil rausgefunden, dass hier ein Papierstapel liegt. Der jetzt läuft doch mal ein bisschen schneller. Liegt, den wir mitnehmen können. Genau, einfach aus der Luft gegriffen. So, jetzt komm nochmal. Ah, guck mal, jetzt geht sie direkt hin. Oh, was stand da jetzt? Nein, das war doch schon richtig. Verstecke die Kopie in deinem linken Ärmel. Nimm den Originalgegenstand in deine rechte Hand, während du darüber redest, wie interessant er doch ist. Platziere die Kopie in deiner linken Hand. Bewege das Original in eine linke Hand über die Kopie. Lenke das Publikum ab. Gespielte Wut über irgendeine Passage in dem Dokument wäre eine gute Idee dafür. Bewege die Kopie in deine rechte Hand, während das Original in deiner linken Hand verbleibt. Lass das Original zu deinem linken Ärmel verschwinden. Manipuliere jetzt die Kopie, indem du sie plötzlich in Stücke reißt. Dein Opfer wird schockiert sein, dass du seinen Gegenstand zerrissen hast. Später kannst du das Original wieder hervorzaubern und für große Lacher sorgen. Professionelle Server benötigt für weniger einfache Grundkenntnisse. Verstecken, platzieren, verschwinden lassen, bewegen, nehmen, ablegen, manipulieren, ablenken. Nichts leichter als das. Also, wir verstecken erstmal das leere Papier in unserer Hand. Hand. Link. Nee, verstecken, oder? Wir haben links. Nein! Och, Leute. Wie kriege ich das denn jetzt weg? So. Verstecken im Ärmel. So, nimm dann die Original in die rechte Hand. Dann das leere Papier in die linke Hand nehmen. Dann ablenken. Dann das leere in die... Ne, warte mal. Hä? Moment. Ich hab's doch gerade hier... Leere Papier im linken Ärmel. Papierstapel im Ärmel links. Dann die Arbeit nehmen in die Hand rechts. Dann das Papier in die Hand nehmen. Dann das in die linke Hand. Ne,
Nee, warte mal. Das ist verkehrt. Das in die linke Hand jetzt ablenken und dann das in die rechte Hand. Meine Güte. Und dann das dahin verstecken und dann das manipulieren. Das müsste es sein. Hey, geht die Uhr richtig? Ist es wirklich schon 6? Auf welchen Drogen bist du denn? Ist doch erst Nachmittag. Sorry, ich bin mit meinen Gedanken schon beim Experiment heute Abend. Wenn wir schon dabei sind... Was machst du da? Wie wär's, wenn du meine Blätter einfach liegen lässt? Schreibfehler. Und dann noch einer. Sam, leg die Blätter bitte wieder hin. Du machst mich echt fertig. Du meine Güte, das hast du jetzt nicht wirklich gemacht, oder? Jetzt ist Schluss mit lustig, Kinderman. Vielleicht gebe ich dir deine Blätter wieder zurück. Aber nur, wenn du mir die Wahrheit sagst. Wahrheit? Was willst du? Bist du jetzt völlig verrückt geworden? Ich habe das Drehbuch in deinem Zimmer gesehen. Ein seltsamer, entstellter Wissenschaftler. Ausgesaugte Gehirne. Du hast die ganzen Vorfälle inszeniert, um Material für deinen Film zu kriegen. Gib's zu! Was? Nein, ich... Verdammt nochmal, Sam! Gut, ich hatte vielleicht ein paar Ideen in der Richtung. Aber die basierten auf den Vorfällen und nicht andersrum. Lüg mich nicht an! Du arbeitest doch mit jemandem zusammen, oder? Mit einem Zauberer. Deswegen wusstest du auch, dass ich mich mit dem Thema beschäftige und hast vor dem Black Wand rumgelungert. Ein anderer ist für die Tricks verantwortlich und du bist der Spitzel. Was für ein Zeug rauchst du denn? Ja, David Blaine und ich sind ein eingespieltes Team. Ja, darf ich mich vorstellen? Doppelagent Harf. Es überrascht mich, dass ich dir ins Netz gegangen bin. Meine Vorgesetzten beim CIA werden nicht begeistert sein. Verdammt nochmal, was ist nur los mit dir? Ich hab mit der Sache nichts zu tun. Und ich hoffe für dich, dass das nur ein dummer Trick war und meine Blätter noch ganz sind. Das meine ich ernst. Mist. Mann, ich sollte dich dafür wirklich hassen. Tut mir leid. Warum bist du eigentlich so drauf? Gestern Abend ist doch nichts passiert, oder? Im Fitnessraum. Wir sehen uns, Harf. Es ist nichts passiert, oder? Weißt du, wir haben doch gar nichts gegen dich. Aber du machst es uns echt nicht leicht. Ach ja? Im Gegensatz zu dir kann ich mir Freundschaften nicht leisten. Wie so viele andere Dinge. Was war denn das jetzt bitte? Unabhängig, dass er das Harvey wieder total geil artikuliert hat mit seinen... gestikuliert hat. Also, da hat man echt ein bisschen was vergessen beim Programmieren. Aber was sollte das denn jetzt bitte von Sam? Ich meine, wir sind jetzt kein Deut weiter. Aber die Bibliothek ist abgearbeitet. Ah. Christ Church, St. Edmund Hall und die Laufbahn. Da gibt es noch... Oh ja, und das Dread Hill Anwesen. Das ist klar, weil da heute Abend wahrscheinlich dann das Experiment stattfindet. Aber was gibt es auf der Laufbahn und St. Edmund Hall? Was gibt es hier? Ja, hier gibt es nichts Neues. Ja, und Eddie kann ich mir auch... Ich wüsste im Moment nicht, was ich... Ja. Bushaltestelle... Was? Warte mal. Diskusscheiben. Wie kommen die denn dahin? Waren die beim letzten Mal schon da? Ist ja krass. Na, reden wir sie mit ihm nicht. Gut. Ich wüsste im Moment. Wie sieht's aus? Ah, ich brauchte noch die. Ah, cool. Wir arbeiten jetzt alles ab. Okay, St. Edmund Hall. Was haben wir hier? Da will sie nicht rein. Ansonsten, ne, Münztelefon brauchen wir nicht. So, was müssen wir jetzt tun? Schwimmhalle? Kann ich mir nicht vorstellen, dass es da noch was Neues gibt. Außer, dass hier wieder alles total in Ordnung ist. Außer die Abdeckung, die halt fehlen. Oh, ich weiß auch schon so lange nicht mehr schwimmen. Ey. Und das bei dem schönen Wetter. Wird mal wieder Zeit. Da komme ich noch nicht hoch. Gut, das heißt, ich kann mich halt wieder nur hier bei den Zimmern umsehen. Aber was habe ich hier übersehen? Ja, das ist ja Helenas Zimmer. Wo habe ich jetzt ihren Schlüssel? Da. Habe ich hier noch irgendwas übersehen? Ja, es kommt doch keiner. Jetzt macht die scheiß Tür auf.
Laptop, Bücher, Schublade. Wieso kann ich denn jetzt die Schublade anklicken? Och Leute, wieso kann man das nicht alles einmal machen? Sie macht die ja gar nicht auf. Geil. Aha, ein Brief vom St. Edmund Hall College. Sehr geehrte Miss Bigard, herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Zulassung am College von St. Edmund Hall. Sie stehen jetzt vor der sehr wichtigen Entscheidung, an welchem College oder welcher Universität Sie sich anschreiben möchten. Wir sind uns dessen bewusst, dass dies häufig nicht einfach für junge Frauen und Männer ist, die am Anfang ihrer College-Karriere stehen. Wir hier am College von St. Edmund Hall wissen um die Wichtigkeit Ihrer Entscheidung und der Verpflichtung, die das Studium und die Fortbildung an einer außergewöhnlichen Lehreinrichtung mit sich bringen. Es mag sich zwar befremdlich anhören, aber diese Entscheidung kann durchaus einen Einfluss auf Ihre gesamte Lebensqualität haben. Ich bin überzeugt davon, dass St. Edmund Hall nicht nur hervorragende Lernangebote bietet, sondern auch großartige Möglichkeiten der individuellen Profilierung und Entwicklung. 95% unserer Lehrbeauftragten verfügen über mindestens einen Doktortitel und wir bieten unseren Studenten über 27 Studiengänge. Wir empfehlen Ihnen, unseren Campus einfach mal zu besuchen, wenn Sie die Möglichkeit dazu haben. Wenn Sie sich bisher noch nicht entschieden haben, wo Sie ab nächstem Herbst studieren werden, hoffe ich sehr, dass Sie sich die Informationen in diesem Schreiben sorgfältig zu Gemüte führen und eine Einschreibung an unserem College ernsthaft in Betracht ziehen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg zu Ihrem Studium und würde mich sehr freuen, wenn Sie ab kommendem Herbst hier bei uns am College von St. Edmund Hall, wenn wir Sie begrüßen können. Hochachtungsvoll, Krickelkrackel. Okay. Diese Zulassung ist von letztem Monat. Helena hat also wirklich erst angefangen zu studieren. Okay, das bekräftigt dann ja ihre Aussage. Da habe ich schon gesucht. Und da unten? Da habe ich. Okay. Ich habe keine Zeit, auf Ihrem Computer herumzuschnüffeln. Ah, ja. Und ich glaube eh nicht, dass ich etwas Interessantes finden würde. Ich muss zugeben, dass ich nicht erwartet hätte, in Ihrem Zimmer Bücher vorzufinden. Vielleicht hat sie ja mehr auf dem Kasten, als man denkt. Tja, aber ansonsten gibt's hier nichts, oder? Der Kasten, den hatten wir schon. Aber sie holt sie ihn nochmal raus. Also sehr interessant. Und die müssten wir sogar auch schon aufgemacht haben mit der Hahne, genau. Das ist Helenas Türschlüssel. Er ist zu groß für das Schloss am Kasten. Willst du mich verarschen? Das Ding ist doch schon auf. Nein, das ist Schlüssel zum Turm. Vielleicht bekommt sie von Mephistopheles für ihre Hilfe Geld oder Drogen. Verdammt. Tja, und das Höschen? Nochmal am Höschen knüffeln? Typisch Helena. Tja. Schön. Dann nehmen wir uns mal das nächste Fenster vor. Ach, das nächste Fenster. Das nächste Zimmer vor. Da geht's nicht rein. Was ist hier mit 106? Das ist das Zimmer von Jeannie Smith. Ich will sie nicht nochmal stören. Okay. Moment, was... Halt. Nee, St. Edmund Hall. Also es gibt doch noch irgendwas. 204. Da gibt's nix. Nein. Was? Junkfood, Schublade. Da ist nichts drin. Scientific American. Das ist ein Wissenschaftsmagazin. Das haben wir, glaube ich, aber schon alles hier. Mangas. Ja. Nächste Tür. Ach, das war nur das zum Angucken, okay. Also hoch in den dritten. Was macht er denn da? Er werkelt herum. Vielleicht repariert er eine Sicherung. Sicherungskasten. Becher und... Die sehen wie die Becher aus, die Zauberkünstler gerne verwenden.
Aiko Gidai. Jetzt bewege ich mal ein bisschen schneller. Vielleicht können wir wieder einen Zaubertrick mit ihm machen. Erwacht. Scheint der Schalter für das Alarmsystem zu sein. Ich rühre ihn bestimmt nicht an, wenn mich der Hausmeister sieht. Ich denke nicht, dass ich hier irgendetwas anrühren sollte, solange der Hausmeister da ist. Ja, dass ich ihn quitt kriegen muss, das ist mir schon klar. Also muss ich hier irgendwas machen. Ah, wusste ich's doch. Zaubertrick. Aber welchen? Welchen Trick soll ich versuchen? Wo kommen denn die Becher drin vor? Teile und Herrsche, Zauber, Tintenfleck, Beschützeres einer Zeitung, Briefgeheimnis, Briefgeheimnis. Der bodenlose Becher. Den Trick mag ich. Nee, doch nicht. Selbst eine Wunderschale. Der Trick bringt Nein. in dieses... Nein. Falsche Taste. Obstschale? Ich glaube. Das war's. Okay. Ich glaube nicht. Nein. Der Trick. Ich glaube nicht, dass das hier passt. Ich glaube nicht. Der Trick bringt. Hä? Willst du mich verarschen? Ich bin doch jetzt alle durchgegangen. Ich glaube nicht. Der Trick bringt in diese. Der Trick. Ich glaube nicht, dass das hier passt. Was soll denn das jetzt schon wieder? Der Trick. Ich glaube nicht. Der Trick. Der Trick. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ach, da! Oh. Hey, Lust auf ein kleines Spielchen? Ich kenne da ein ziemlich cooles Spiel mit Bechern und einer Kugel. Ich hab zu tun. Hey, dauert nur eine Minute und ist besser als die ganzen Sachen in Las Vegas. Was ist das für ein Spiel? Ich zeig es Ihnen. Wir brauchen dazu drei Becher. Dieser steht auf Position Nummer 1, dieser auf der 2 und dieser auf der 3. Ich kenne das Spiel. Nein, es geht anders. Sie sind derjenige, der die Kugel versteckt. Sie können sie unter einen beliebigen Becher tun. Ich drehe mich um und dann vertauschen Sie die Becher. Danach sage ich Ihnen, in welchem Becher die Kugel ist. Das klappt doch nie. Oh, wir werden sehen. Sie müssen mir nur eine Sache sagen, und zwar, welche Becher Sie vertauschen. Wenn Sie zum Beispiel die Becher auf der ersten und zweiten Position vertauschen, sagen Sie 1 und 2 oder sowas. Aber ich darf die Kugel hintun, wo ich will? Genau. Kann's losgehen? Ich drehe mich um. Oh. Und was für ein Zufall, dass da okay, genau... Okay, ich habe die Kugel versteckt. Vertauschen Sie beim ersten Mal die beiden Becher, in denen sich nicht die Kugel befindet, ohne mir zu sagen, welche Positionen es sind. Danach können Sie jeden beliebigen Becher vertauschen, müssen aber immer sagen, welche Sie tauschen. Ich vertausche 1 und 3. Ich vertausche 1 und 2. Ich vertausche 1 und 3. Ich vertausche 1 und 2. Ich vertausche 1 und 3. Und 2. Ich vertausche 1 und 2. Habt ihr das jetzt verstanden? Die Becher sehen alle gleich aus. Nein. Ich denke, da lag ich wohl daneben. Was für ein Spiel soll das sein? Ach, schon gut. Tut mir leid. Wenn du wieder weißt, wie es geht, sag Bescheid. Okay, was zu schreiben. Kuli. Ich werde mir das nochmal notieren. Wollen Sie den Trick nochmal sehen? Ja, in Ordnung. Das hier ist Position Nummer 1. Position Nummer 2. Und Position Nummer 3. Dreh dich um. Verstecken Sie die Kugel und dann vertauschen Sie die Becher.
Sagen Sie mir die Positionen von den Bechern, die Sie vertauschen. Außer beim ersten Mal, wenn Sie die beiden Becher tauschen, unter denen sich nicht die Kugel befindet. Jetzt bin ich gespannt. Ich vertausche 1 und 2. Ich vertausche 1 und 3. Ich vertausche 1 und 3. Ich vertausche 1 und 2. Ich vertausche 1 und 2. Ich vertausche 2 und 3. Ach du Scheiße. Aber die Becher, also an der Ausrichtung hier hat sich nichts geändert. Aber wenn er 1 und 2 vertauscht, immer die leeren. 1 und 2. Dann wird aus. Warte mal. 1, 2, 3. Dann wird 1 aus 2. 2, 1, 3. Dann vertauscht er 1 und 3. Dann haben wir 3, 2, 1. Dann vertauscht er 1 und 3. Dann haben wir wieder 2, 1, 3. Dann vertauscht er 1 und 2. Dann haben wir 1, 2, 3. Dann vertauscht er wieder 1 und 2. Dann haben wir 2, 1 und 3. Und dann vertauscht er 2 und 3. Und dann haben wir 2, 3, 1. Aber wirklich weiter bin ich damit jetzt nicht. Ich meine, er hat ja immer nur... Dann war er da nicht. Dann war er da nicht. Warte mal, da, da, dann könnte das doch theoretischerweise... Nein, auch wieder nicht. Ich denke, da lag ich wohl daneben. Was für ein Spiel soll das... Ach schon, Freunde, wenn du wieder weißt, wie... Mann. Freunde, ich werde mir das nochmal ganz kurz angucken. Bis gleich. So, wieder da. Ja, also, mir ist was aufgefallen. Erstmal anquatschen. Und wollen zwar, Sie den Trick nochmal sehen? Ja, in Ordnung. Das hier ist Position hier Nummer 1. Position Nummer 2. Und Position Nummer 3. Einen schwarzen Fingerabdruck. Dreh dich um. Und... Verstecken Sie die Kugel und dann vertauschen Sie die Becher. Sagen Sie mir die Positionen von den Bechern, die Sie vertauschen. Außer beim ersten Mal. Genau. Wenn Sie die beiden Becher tauschen, unter denen sich nicht die Kugel befindet. Also. Ich vertausche 1 und 3. Ich vertausche 1 und 3. Ich vertausche 1 und 2. Ich vertausche 2 und 3. Ich vertausche 2 und 3. Ich vertausche 2 und 3. Okay, und er ist wieder auf Position 1. Und da er den ersten Zug uns nicht mitgeteilt hat, sondern erst danach, das heißt, er hat einmal die leeren Becher, wo er nicht drin war, gedreht. Und dann die nächsten Züge hat er uns mitgeteilt. Heißt also, wenn nach meiner Rechnung, theoretisch, müsste der jetzt hier sein. Ja! Geht doch. Da ist sie. Wie hast du das gemacht? Ach, das war einfach nur Glück. Nein, das kannst du mir nicht weismachen. Du musst mir unbedingt sagen, wie du das gemacht hast. Mit der Nummer verdiene ich drüben im Pub ein Vermögen. Ach, ich verrate nur ungern meine Tricks. Das hat seinen Preis. Was willst du? Augen schließen und bis 100 zählen, Schalter umlegen lassen... Kaffee holen. Yankee Doodle Dandy singen. Ne, wir müssen ihn ja irgendwie loswerden. Augen schließen und bis 100 zählen heißt, dass wir was im Schilde führen. Genau wie das, ist es zu offensichtlich. Ich denke mal Kaffee holen, weil dann würde er weggehen. Sie könnten runtergehen und mir eine Tasse Kaffee holen. Ist das alles? Sollte kein Problem sein. Ich komme wieder. Rühr dich nicht vom Fleck. Wer, ich? Haha. Haha. Ah. Cool, jetzt kann ich hier den Alarm deaktivieren, wetten? So, jetzt sollte ich den anderen Flügel betreten können, ohne dass der Alarm losgeht. Sehr schön. Tschüss. Ist zwar nur auffallend, wenn dann keiner mehr hier ist, aber egal, es geht weiter. Cool.
Wow. Oh, hallo Malik. Mit dir wollte ich reden. Hi Sam. Ist leider kein guter Zeitpunkt. Was ist los? Nichts. Ich wurde nur gerade gefeuert. Oh, das tut mir leid. Aber finanziell ist das doch kein Problem für dich, oder? Und ob? Ich brauche das Geld. Ich habe 6 Geschwister, um die sich meine Eltern kümmern müssen. Ich will ihnen so wenig wie möglich auf der Tasche liegen. Keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Ich muss mir wohl einen anderen Job suchen. Das tut mir leid. Was soll's? Ich hab's eh gehasst, für diesen Typen zu arbeiten. Warum machst du eigentlich bei dem Experiment von Dr. Stiles mit? Ich bin ein großer Fan von Stiles. Wegen ihm bin ich sogar nach Oxford gekommen. Aber bevor ich überhaupt die Gelegenheit hatte, bei einer Vorlesung von ihm dabei zu sein, hat er aufgehört. Warum unterrichtet er nicht mehr? Soweit ich das sehen kann, hat er außer den Verbrennungen keine bleibenden Schäden bei dem Unfall erlitten. Und geistig scheint er auch noch voll auf der Höhe zu sein. Er ist schon okay. Irgendjemand muss ihn nur wieder zurück ins Leben bringen. Und die Leute müssen endlich aufhören, ihm das Leben schwer zu machen. Ich muss los. Bis später. Tschüss. Tja, gutes Stichwort. Tschüss und bis später. Genau, ganz einfach mal weggebeamt. Der Teil ist vorbei, wir sehen uns aber gleich wieder mit dem nächsten Teil. Bis dahin, NRW bei 18. Adieu.